Hallo und herzlich willkommen zurück bei Far Cry Primal. Nachdem wir in der letzten Folge aus der Gefangenschaft von Ul entkommen sind, wieder in unser Dorf angekommen sind, könnten wir jetzt mit diesem Da reden, den wir hier gefangen halten. Mal sehen, was er so sagt. Damas krawadan daf, winja bar da sapwi. Udam aiwa tani bar. Widum. Winja udam barash. Hai. Mask dash. Oha. Seiler, was machst du? Aber es ist natürlich so ein Zwiespalt zwischen uns und Seila. Das ist natürlich blöd. Ich mag die Tour. Ich mag eigentlich alle. Wo müssen wir denn jetzt, oder wo könnten wir denn jetzt mal hin, sag ich mal. Wir müssen da ja nicht unbedingt hin. Aber da. Da von den Udom. Hilft da den Zorn des Venya-Begrüßungskomitees zu überleben. Ja gut, machen wir hier mal eine Schnellreise hin. Wo guckt der denn hin? So. Nein, das will ich jetzt nicht retten. So. Wo ist denn unser Viech? Wo geht's überhaupt lang nur? Was habe ich mir denn da markiert? Na gut, aber es ist eigentlich so richtig. Ja, fein. Unbekannte Orte geben auch immer schön XP. Aber wenn man die Fragezeichen entdeckt, die kleinen Missionen, also hier gibt's noch, gäbe es noch viel zu tun. Vielleicht mache ich auch mal ein bisschen was offscreen. Habe ich ja schon ein paar Mal auch so gemacht. Was wäre hier zum Beispiel? Bestie töten. Rothunde stehlen Fleisch von hiesigen Giga. Jage sie, um ihre Zahl zu verringern. Naja. Das ist jetzt nicht so spannend. Ich tu dir auch nichts, lieber Bär, also. Komm her. Lass ihn in Ruhe. Ich muss nicht alles zerfetzen. Irgendwas greift uns schon wieder an, oder was? Komme ich hier hoch irgendwo überhaupt? Blöden Udams, ey. Aber diesen da, den bekehren wir noch, auf jeden Fall. Denke ich mal. Wo kann ich denn. Muss ich hier so ein bisschen rum, ne? Sieht da ganz danach aus. Da war auch wieder ein unbekannter Ort, aber na gut. Hier überall. Also man wird hier auf jeden Fall ständig abgelenkt, das auf jeden Fall. Du musst da irgendwo hoch. Komme ich da hoch?
Müssen wir noch weiter rum? Das ist immer die Frage hier. Ich weiß immer nicht, wo es hier lang geht, ehrlich gesagt. Wieder so ein... Weiß nicht, ob das ein Jaguar oder Leopard war. Mir fehlen auch noch ein paar seltene Tiere. Die ich zähmen könnte, aber naja, gut. Sieht es schön aus, schön und gut, aber komme ich hier auch lang? Das sieht schon ein bisschen richtiger aus hier. Unterm Wasserfall. Schlecht, Herr Specht. Ah, hallo. Venja, willkommen. Die Venja wollen Dark töten, rette ihn in der Maskergrube. Oh nein! Das hat ja keiner gesehen, hoffentlich. Gott, das Wasser auffallen? What the fuck? Wie mache ich das denn? So? Hä? Was soll ich denn da hinwerfen? Keule vielleicht? Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Achso, ich muss was platzieren. Das geht einfach so. Die freuen sich natürlich, aber wir brauchen den scheinbar, den Wichser. Wo ist das? Hier? Schon mal ein bisschen was anderes hier. So, das Wasser steigt nicht mehr.
bist ein Wichser, aber wir brauchen dich. Sind natürlich noch skeptisch, unsere Leute. Winjai, da barum. Sa krauhadan daf Winjai, da ish quati balhasa. Da, Mari, quai da schwadam Mari. Shaja schwadam guaifa. Ich bin der Chef. Gastia, Malchasar. Wenn der uns untergeht, dann töten wir dich. Aber wie sagen wir Seiler? Was schick hier. So, kann ich mal wieder ein bisschen was basteln hier? Ah, okay. Ist wieder voll, ne? Fähigkeiten. Haben wir nur einen Punkt bekommen, aber können wir da irgendwas machen? Ich möchte den endlosen Sprint. Und dann natürlich gerne das hier. Ja, hier gibt es noch so viele Sachen, aber mal sehen. Und hier brauchen wir eine Hütte für ihn zum Beispiel. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Okay, wir sind jetzt da. Sollen wir jetzt zurück oder sollen wir noch was anderes Schönes machen? Gibt es auch noch eine Höhlenmission, eine Dorfmission? Das sind alles zum. Ich weiß nicht. Machen wir hier mal eine Schnellreise zurück. Und reden nochmal mit ihm. Mal sehen, was jetzt so abgeht. Ob Seiler wieder dazustößt. Es dämmert langsam hier. Ja, ihr macht das alles ganz nett. Schickes Dorf. Was können wir hier noch irgendwas gebrauchen von? Nein, Liederblatt. Liederwolken. Ja. So. Hallo. Arshi Gabal Puri Schwapa. Charge Mihi Shaha. Nada Mariwalha. Sarta. Guarguay. Das glaube ich. Deshalb kann ich nie was hier errichten, scheinbar. Das haben wir auch alles da. Machen wir. Du gehörst jetzt zu uns. Wenn du uns nicht hintergehst, dann wirst du leben. Jo, akzeptiere ich so. Können wir auch theoretisch verbessern? Ja, gut. Irgendwann werde ich bestimmt wieder Nord tun und alles hier. Okay, ist eine Grenze. Kann ich aber verbessern. Kostet viel Rohstoffe. Dafür klaue ich ein Stück Fleisch, das ich nicht mitnehmen kann. Und wieder neue Fähigkeiten. Jetzt können wir auch zu ihnen wieder reingehen, wenn wir das wollten. Fähigkeitspunkte haben wir jetzt. Können wir noch was anderes gebrauchen? Du suchst, geht automatisch, während du einen Takedown ausführst. Na gut. Gelände aufdecken. Waffenabwurf ist auch nicht schlecht. Pfeile herstellen, ja. Stellt natürlich mehr her, ist natürlich ein bisschen gut. Das ist auch gut, Bogentechnik. Was haben wir hier? Stelle zwei Tobtobomben statt eine her. Und dann könnten wir hier noch reduzierte Nahkampfschaden machen. Das ist gut gegen die Gegner natürlich. Und das hier, bei der manuellen Heilung plus ein Gesundheitsbalken wieder. Bis zu drei könnten insgesamt wiederhergestellt werden. Ja.
2 Punkte, 4 Punkte, 4 Punkte. Na, das soll ich dann aber erstmal lernen und dann nehmen wir. Diese beiden Sachen sind ganz gut. Wobei diese Sachen hier auch gut sind. Immer möchte ich natürlich alles haben. So, jetzt haben wir ihn auch hier. Ja, wann kriegen wir noch so einen Izzler? Bring Rossani. Und er hat dann eine Feuerbombe. So, es ist nachts. Seiler können wir im Moment nicht reden, nur mit ihm oder mit Tensei. Und die ganzen Jagdmissionen haben wir, die machen wir auch noch. Und die Udam-Heimat. Kann ich. Was geht denn hier ab bei Nacht? Ich habe mich hier noch gar nicht so richtig umgeguckt, doch schon das ein oder andere Mal. Hallo Seile. Hast du wieder beruhigt? Das machen wir noch. Mach bloß keine Scheiße, Frau Seiler. Was haben wir hier? Hirschhäuten. Das gehört ja alles zu uns. So, wenn das eben voll war, ist es jetzt natürlich auch voll. Achso, dann schläfst du hier? Das hat Albträume. Ja, das wollte ich nicht. Ich glaube, noch brauchen wir keinen Gegengift. Was haben wir denn hier sonst noch? Ultimativer Booster, ne? Ah, es gibt ja alles Mögliche. Essen bei voller Gesundheit nicht möglich. Das müsste ich mal hier einstellen. Alle Balken wieder, du. Ja, man, wir haben ja verringerten Nahkampfschaden und das haben wir. Das wollen wir noch ausbauen. Hallo. Maigan! Palu Winjaf! Maigan ist just a Guarvis Quawara! So, noch die Wirkung des Gegengifts, seht ihr das? Und ja, ich bin der Pissemann. Und du mich angepisst hast, du kleiner. Stinker, du. Alterholz, okay. Aber es ist echt ein nettes kleines Dörfchen. Das mag ich. Ich sprinte hier übrigens, weil ich für Olympia trainiere, wie man weiß. Lass mich mal ab. Die haben es aber sehr ungemütlich, du. Die schlafen alle auf dem Boden. Auch hier, naja gut, wenigstens am Feuer, dann passen sie wenigstens aufs Feuer auf. Ich verbrenne mich mal so ein bisschen dran. So, dann ruhe ich mich dann bis zum nächsten Morgen aus. So was Entspanntes kann man ja auch mal machen zwischendurch. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich glaube, die Folgen sind doch immer so relativ lang. Also kann sich keiner, glaube ich, beschweren, dass die Folgen ein bisschen kurz sind. Ich wollte jetzt nicht mal in der Folge nochmal was Neues anfangen. Was sagen denn die Belohnungslager? Oder das? Also, natürlich könnte ich das auch offscreen machen. Mache ich auch natürlich öfters mal offscreen. Aber kann man ja auch mal so machen.
Keine Nordseeler mehr. Na gut, das Hauptsächliche brauchen wir natürlich das für Dings. Für einen Hausbau oder für eine Hütte, sag ich mal. Na gut, das war diese Folge Far Cry Primal. Wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüssi.